Hallo, liebe Hungrige. Ich habe ja so leichte Zweifel, dass die Gauchos, also südamerikanische Viehtreiber, sich solch eine Pfanne des Öfteren leisten konnten. Doch egal, wir können's. Und von der unbestreitbaren Tatsache mal abgesehen, dass diese Pfanne richtig lecker ist, brauchen wir auch lediglich nur eine halbe Stunde, bis sie warm und köstlich duftend auf dem Tisch steht. Wir brauchen dafür eine vorzugsweise rauchige Barbecue-Soße, kann man kaufen, aber auch selber machen und wie, dazu gibt es ein Video von mir, auf das ich am Ende und in der Infobox verlinke. Wir brauchen weiße Bohnen, eine Tomatensoße, an Gewürzen Pfeffer und Salz, Gemüsebrühe, Schweinelachs oder Lende, eine Paprikaschote, 2-3 Tomaten, eine Zwiebel und ein paar Stiele frische Petersilie. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten. Das trockengetupfte Fleisch in Scheiben schneiden. Lachs ist ja ein bisschen breiter als Lende. Dann das Stück vorm Schneiden erst einmal längs zerteilen. Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die geputzte Paprikaschote entkernen und würfeln. Und die Tomaten schneiden wir grob in Stücke. Nun geben wir etwas Öl in eine tiefe Pfanne, erhitzen es und geben da hinein nun die Fleischstücke. Diese bei hoher Temperatur so für ca. 5 Minuten anbraten, immer mal wenden dabei. Ist das Fleisch dann angebraten, nehmen wir es erstmal aus der Pfanne raus, zwischenzeitlich beiseite stellen und nun geben wir in den heißen Bratensatz die Paprikastücke, die gehackte Zwiebel und ebenso die Tomatenstücke, die Temperatur etwas nach unten regulieren, alles mal umrühren und nun geben wir auch die weißen Bohnen in Tomatensoße mit in die Pfanne, ergänzen alles mit der Barbecue-Soße und löschen dann mit der Brühe ab. Alles umrühren, die Temperatur so regulieren, dass es köchelt und dies nun für ca. 5 Minuten. Anschließend geben wir nun auch das Fleisch wieder mit zurück in die Pfanne, vermengen alles und lassen es nun für ca. 5 Minuten ziehen. Nun noch würzen, hatten wir ja bis jetzt noch nicht, und zwar kräftig mit Pfeffer, ebenso mit Salz, die Gewürze einrühren, alles nochmal für 2-3 Minuten köcheln lassen und dann die nun fertige Pfanne vom Herd nehmen. Wir tun auf und streuen noch ein bisschen von der frisch gehackten Petersilie darüber und können jetzt diese leckere Pfanne genießen. Als Beilage würden sich Kartoffelwedges prima eignen, aber auch ganz einfach nur Baguette oder Brot passt ausgezeichnet. Ein schönes, leckeres, schnell zubereitetes Essen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann recht guten Appetit. Und falls ihr noch mal schauen möchtet, wie man Barbecue-Soße ganz einfach selbst zubereiten kann und ihr als Dessert vielleicht ein Stück Rhabarberkuchen reichen wollt, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.